So, jetzt habe ich eine Übung für euch. Und zwar, ich verkaufe Bücher und zurzeit habe ich 5 Buchsammlungen. Die erste Buchsammlung mit dem Namen A, die hat 4 Bücher und jedes Buch kostet 19,99 €. Buchsammlung B besteht aus 3 Büchern und jedes Buch kostet 11,39 €. Sammlung C hat 12 Stück, wo jedes Buch dann 8,99 € kostet. Buchsammlung D hat 11 Bücher, wo jedes Buch 19,95 € kostet. Und Buchsammlung E besteht aus 7 Büchern, wo jedes Buch 7,99 € kostet. Erste Frage ist, was ist der Preis von jeder Buchsammlung? Ja, also quasi Buchsammlung A ist dann, der Preis ist dann 4-mal diese 19,99 €. Dann haben wir die Mehrwertsteuer. Der Satz bei Büchern ist 7%. Was ist der Betrag für jede Buchsammlung? Dann kommen wir zum Bruttopreis. Der Bruttopreis ist quasi der Preis von jeder Buchsammlung plus den Mehrwertsteuerbetrag. Jetzt zu jeder Buchsammlung kommen noch 4,99 € Versand dazu. Was ist der Endpreis? Also quasi der Endpreis wäre dann der Bruttopreis plus diese 4,99 € Versand. Euer Job ist jetzt, das alles auszurechnen. Und zwar in einer professionellen Weise, wie ich es vorhin gezeigt habe.